Ja, Tyrone, LDs, let's go. Das Gute ist, dadurch, dass ich so breit bin, legt Ja, sich weiß ich keiner doch mit mir nicht. an. Keiner legt sich mit mir an. Außer, okay, das, natürlich, manche, letztes Mal wurden wir umgeschossen. Ja, das vergesse ich natürlich nicht. Aber das Problem ist, wir haben gerade weder Waffen oder sonstige Sachen. Wir müssen uns das erarbeiten. Wir können ja nicht einfach so direkt der Stärkste sein. Wäre auch zu einfach, ne? Was machen wir jetzt erstmal? Mercedes hier, Mercedes. Warum war Mercedes? Mercedes AMG. Amnestie. Was macht mein Auto hier so, Digga? Was ist das? Guck mal. Wie das geparkt ist. Umut hat tatsächlich eine 6 gehabt. Ja. Umut hat, ich mein's ernst, er hat wirklich eine 6 in Deutsch. So viel ich noch mich dran erinnern kann. Mach mal sowas wie Gorilla Army auf 5M Server. Ja, dann müssen wir aber einen Server finden ohne Allowlist. Damit alle rein können von euch. Oh mein Gott, ich habe keinen Tank. Ich muss schnell tanken. Wo ist hier eine Tanke? Hier unten. Ich will erstmal immer auf dem Handy schauen, was überhaupt los ist, was abgeht. Na, ist ja klar wie Kloßbrühe, dass man das erstmal macht, ne? So, Alter, mein Auto sieht so schön aus. Jungs, seid euch ehrlich. Ist euer Traumauto auch so ein Benzer wie der hier? Seid ehrlich. Ich habe zwei Traumwagen. Also einer davon ist auch der hier. Aber ich habe noch einen anderen Traumwagen. Mein erster Traumwagen ist ein Mustang, den Shelby GT 500. Also ist ja auch Mustang. Porsche GT3 RS. Boah, auch geil. Wobei ich nicht so der Porsche-Fan bin, aber ist ein geiles Auto. Lamborghini Huracan, ja, Standard. Okay, eigentlich ist ja alles Standard, wenn man so sieht. Audi bessere, Bruder, aber willst du eine Bank überfallen, Digga? Audi ist gefühlt ein Banküberfall. BMW M3 Competition, ja. Ja, Younes, danke für deinen verschenkten, Bruder. Ich küsse dein Herz, danke. S63 Coupé, ja. Stark, Digga, der Chat hat Geschmack. Ja, erstmal hier. Können wir hingehen? Wir gehen mal. Ich habe eine Idee, Jungs. Ich mache jetzt einen Fake-Anruf. Ich zeig euch mal, ich habe so einen Troll-Sound, Digga. Hallo, hallo, wer bist du denn? Was? Ich höre dich nicht, sag nochmal, Arschloch. Wir rufen jetzt mit dieser Telefonverarsche einfach mal irgendjemanden an, okay? Ich rufe mal jetzt irgendjemanden an damit. Ich rufe mal den an. Anrufen. Was geht ab? Hallo? Ja, was geht ab? Hallo? Hallo? Wer bist du denn? Was? Ich bin. Ich höre dich nicht, sag nochmal, Arschloch. Ach. Scheiße, Digga, der hat aufgelegt direkt. Ey. Okay, wir rufen den hier an, warte. Wir rufen nochmal an. Warte, wir versuchen nochmal. Ich will einen richtig treffen jetzt. Ich rufe bei Polizei an. Ich rufe bei Polizei an. Ja. Hallo. Kann man weiterhelfen? Hallo. Hallo? Ja. Wie kann man weiterhelfen? Wer bist du denn? Was? Sie haben ich höre den dich Notruf nicht, sag gewählt. nochmal, Arschloch. Sie haben den Wer, wie Notruf heißt du? gewählt. Kann man Aber du bist weiterhelfen? dieser Freund von dieser Hendrik, Arschloch. Ey, ich sage eins, Kann das euch, sein, dass ihr Sie verwählt Wichser. haben? Wenn ihr nochmal meine Mädchen anpackt, ja? Ey, alle beide, ihr dummen Sie sprechen gerade mit Kartoffel-Arschloch. dem LAPD. Bring euch um. Ja, Was, Sie was? sprechen gerade mit der Was hast du Polizei. gesagt? Haben Sie sich gerade verwählt? Ist egal, okay? Okay. Du Wichser, Arschloch. Bring euch um, ich weiß, wo ihr wohnt. Okay. Hurensohn. Schon. Nicht. Schön, viel Spaß Ihnen noch. Gott, ich hab voll vergessen, dass er diese Beleidigung gedroppt am Ende. Ich hab voll vergessen, dass er diese Beleidigung am Ende droppt. Oh mein Gott. Wir rufen mal bei Osaka Workshop an. Warte. Hallo. Aru. Hallo. Ja, Aru. Wer bist du denn? Junge, Streamen hier. Was bist du? Was? Warum rufst du an? Warum rufst du an? Ich hör dich nicht. Sag nochmal, Arschloch. Warum rufst du mich an? Wer, wie heißt du? Ja, was, wie heißt du? Das ist egal, wie heißt du, was bist du? Ah, du bist dieser Freund von dieser Hendrik, Arschloch. Was für ein Henry? Was laberst sag du? Sag eins euch, ihr Wichser. Wenn ihr nochmal meine Mädchen anpackt, ja? Ey, was für eine Mädchen? Alle Was beide, redest du? Ihr Ich arbeite bei Osaka. Was für eine Mädchen aber deine Bring Story? euch Was um. redest du mich hier so, Mann? Was für ein Henry? Was, was? Was hast du Du bist gesagt? ein Henry. Was für ein Henry, Mann? Was redest du mich hier so? Ist egal, okay? Ich kenn keine Scheiß Henry. Du Wichser, Arschloch. Ich bring euch um. Du bist ich weiß, ein wo ihr wohnt. Ich kenn keinen Henry. Was interessierst du mir hier? Hurensohn. Mistgut. Du bist eine. Ey, Chat, nochmal. Noch einmal, Chat. Noch einmal. Sollen wir noch einmal machen? Wir rufen jetzt bei. Boah, wisst ihr, wo wir anrufen? Wir rufen bei Sheriff Department an. Sheriff, boah. Okay, wartet. Scheiße, Sheriff geht keiner ran. Okay, wir rufen bei Bennys an. Das sind auch gefangene Mechaniker. Okay, wartet. Das sind mich. Bennys sauber, heil und munter. Wie kann ich Ihnen helfen? Wo bist du? Hallo? Ja, was ist los, Bruder? Hallo? Ja, Bruder, was ist los? Wer bist du denn? Wer bist du denn? Du rufst bei uns an Land? Was? Du rufst bei uns an Land? Ich hör dich nicht, sag nochmal Arschloch. Du rufst. Hast du mich gerade Arschloch Wer, genannt? Wie heißt du? James, wieso nennst du mich Arschloch? Ah, du bist dieser Freund von dieser Hendrik, Arschloch. Nein, hey, nein, Hendrik, sag eins euch, ihr Wichser. Wenn ihr nochmal meine Mädchen anpackt, ja? Oh, hey, ja, alle ja, beide, ihr dummen Kartoffel-Arschloch. Oh, Omo, ich bring euch um. Gib mir mein Geld, ja? Du Sippe, was, was? Ich hab Familie was und du hast du hast gesagt? Familie. Gib mir mein Geld, ist ja, egal. Papi.
okay? Wir sehen uns auf der Strada. Du siebster, ja? Arschloch, du. Ja, ich, ja. Jung, ich weiß, wo ihr, ja, wohnt. Komm, wenn du Eier hast. Komm, wenn du ein Mann bist. Wenn du ein Mann bist, kommst du jetzt. Okay, reicht. Oh mein Gott. Reicht. Was geht denn hier, Bruder? Boah, das hat mich gut zum Lachen gebracht gerade. Das war gut. Stark. Nein, nicht noch einmal. Im Türkischen gibt es einen Satz, da sagt man, hol die Scheiße nicht aus dem Arsch raus. Das bedeutet so viel wie Bokunitschkarm, also es reicht. Irgendwann lass die Scheiße noch drin, also chill. Oh, oberkörperfreier Polizist. Ich? Schon ein bisschen erotisch. Das war gerade, ne? Erregung öffentlichen Ärgernisses, ja, meinen Sie? Genau das wollte ich sagen. Aber wenn man so sexy ist wie ich, dann... Nö, ich möchte sie anzeigen. Ja, viel Spaß. Wie ist Ihre Dienstnummer? 37, gut. Schreiben Sie die Anzeige auf? Ich kann nicht schreiben. Doch, was sind Sie für ein Polizist, der nicht schreiben kann? Wollen Sie mich nicht verarschen? Ich bin Praktikant. Sie müssen trotzdem schreiben können. Wollen Sie mich verarschen? Nein, ich kann nicht schreiben. Du Vollidiot. LRS, was soll ich machen? Können Sie das glauben, die Dame? Ich will dir eine Anzeige aufschreiben und er sagt, ich kann nicht schreiben. Wer möchte eine Anzeige aufschreiben? Ich wollte eine Anzeige aufschreiben. Du wolltest eine Anzeige, gegen was denn? Ist doch egal. Ja, aber es muss ja einen Grund geben, ne? Ja, es hat einen Grund gegeben. Ja, und der Grund wäre? Ja, mal, bist du jetzt hier ein Journalist oder was? Ich wollte dich nur fragen, ob das sein kann, dass er sagen kann, ich kann nicht schreiben, deswegen geht die Anzeige nicht durch. Okay, dann geht das nicht. Dann ist ja, er doch. Ja, ich dachte schon, du bist genauso ein Vollidiot, aber anscheinend ja doch nicht. Sag mal, ich habe mal eine Frage an dich. Wo kann ich denn da ein paar Pennies verdienen? Ein paar Pennies? Gut aussehen reicht ja wohl nicht. Ja, keine Ahnung, frag mich nicht. Ich bin gerade erst aufgewacht. Aber du bist schon länger hier, oder? Ja, was heißt länger hier? Ich bin schon länger hier, aber ich bin erst wieder nach langer Zeit, nach langer Zeit wieder aufgewacht. Verstehe. Keine Ahnung, was hier gerade abgeht. Also keine Kontakte, gar nichts. Sie sind so frisch wie so ein frisches Toastbrot einfach hier. Genau, wie so ein Anfänger, der gerade okay. Where is the destination? Where is the destination? Erzähl mal, wie geht's dir? Ja, ich wollte dich doch fragen, was du machst jetzt. Achso, was ich mache? Ja, ich wollte gucken, was hier gerade so abgeht. Ja, ist ja kein Problem. Dann gehe ich wieder. Wenn Sie wollen, dann können wir ja zusammen ein bisschen rumcruisen. Ist ja kein Problem. Ja, können wir machen. Ja? Ja. Okay. Auto? Ja, der Benzer da vorne ist meiner, aber ich muss den jetzt ein bisschen schonen, weil der Motor ist ein bisschen am Arsch. Besser. Aber ich habe noch ein anderes Fahrzeug, komm mit. Alles gut, wir können auch mit, lass mit meiner, komm. Aber lass mich fahren, weil ich bin der Mann. Lass mich fahren. Ja, alles gut. Ist doch scheißegal, wer der Mann ist. Nein, das ist schon wichtig für mich. Achso, okay. Ja, also ich stell mich mal vor, ich bin Tyrone. Tyrone, Long Dick Style, ne? Ja, genau, woher wissen Sie das? Wir haben doch letztens jetzt geredet. Wirklich? Ja klar. Wie, wer sind sie denn? Kennst du nicht mehr JD? JD? Ja, JD. Keine Ahnung. Ja, okay. Lange Geschichte. Ah, war das nicht die Taschenfotz? Nee. Ah. Ich hab doch ein Selfie von dir gemacht. Ah, du kannst doch hier Türkisch ein bisschen Merhaba und sowas. Ja, Merhaba, Assalamu Alaikum und so. Oh, Alaikum Salam. Okay, warte mal. Gut, dass ich dich getroffen habe, weil ich wollte gestern Leute fragen, ob die ein Foto von mir machen können. Weil ich sehe jetzt ein bisschen anders aus, aber die wollten kein Foto von mir machen. Du kannst ja gute Fotos machen. Ja, du hast jetzt eine Glatze, sehe ich. Ja, kannst du mir mal so ein Foto von mir machen hier? Ja, kann ich machen. Fahr mal irgendwo hin, wo ich ein Foto machen kann, ne? Gut, wir machen hier einfach direkt. Nein, warte, ich weiß wo. Nein, soll jetzt auch nicht so, soll einfach gehalten sein, Foto. Ach komm schon. Willst du so richtig... Sei mal leise jetzt, mach einfach ein Foto. Ja, doch nicht so frech, ja. Komm, steig aus. Okay, sorry, manchmal kommt da so eine Ader bei mir durch. Alles gut. Okay, vor dem Auto hier. Ja, vor dem Auto. Frauen stehen ja eh auf BMW, deswegen mache ich einfach so, als ob ich BMW mag. Okay, warte. Okay, warte, was soll ich für eine Pose machen? Boah, mach irgendwas. Ist dir nicht kalt? Warum hast du nichts an? Ja, ich bin... Keine Jacke passt mir, weißt du? Ja, so breit wie du bist. Gut, ich mach mal eine Pose jetzt, warte. Ja, dann mach doch mal bitte. Boah. Nee. Wie, nee? Abgelehnt, sieht nicht gut aus. Mach was anderes. Okay, was könnte ich machen? Irgend so einen richtig krassen, wo du so richtig deine Muckis flexen kannst. Sowas zum Beispiel. So. Ja, perfekt, super.
Ich mach auch mit Licht und so. Hast du gemacht? Warte. Okay, hab ich. Ja, mein Kopf sieht einfach aus wie so ein Tennisball. Zeig mal. Okay, warte. Pack dein Handy raus. Okay, warte. Ey, du bist sogar der Letzte, ja? Ha, was ein Foto. Das kann ich direkt bei Tinder reinstellen. Warte, warte. Ich schick dir noch eins. Ich nehme mal das auch. Jetzt so eins vom Nahen. Stell dich nochmal dahin. Da, wenn mich jemand näher sehen will. Ja, ja, komm. Dann, man muss schon so deine Poren und so sehen. Weil jede Frau guckt drauf. Okay. Was mache ich jetzt? Ja, mach irgendwie so, warte. Jungs, chillt. Denkt ihr wirklich, dass es so gerade ausarten wird? Hä? Chillt, Chat. Denkt ihr wirklich, ich bin so... Schau mal links oben. Mach mal das bitte. Warte, ich versuch was. Ja. Beruhigt euch, Chat. Warte, denkt ihr, ich mach gerade das, was ihr denkt? Oh mein Gott, macht er das gerade wirklich? Nein, beruhigt euch. Wartet ab, ihr werdet gleich sehen. Warte kurz, ich such gerade mal was. Ja, alles gut, kein Stress. Boah. Ja, oh mein Gott, woher hast du... hast du die jetzt aus deinem Arsch rausgezogen? Nö, aus deinem Arsch. Oh. Das ist ganz witzig heute. So. Hast du gemacht? Mhm. Pack nochmal Handy raus. Was machst du? Handy raus. Ja, Moment. Ja, nimm an. Okay, man sieht ja die Fackel gar nicht. Ja, natürlich. Man sieht doch. Die. Doch, man sieht schon. Okay, stark. Gut, dann Okay, komm. Hey. Beifahrer. Okay, ja, alles gut. Chat. Ihr wisst doch, was jetzt passiert. So, dann fahr mal irgendwo hin, wo Leute sind. Ich zeig dir mal jetzt eine schöne Gegend, wo ich auch sehr oft gerne bin. Und dazu gibt's auch eine Story zu diesem Ort. Das ist jetzt... Nein, bitte. Unbedeutsamer nicht. Ort ist das jetzt nicht. Okay. Dann keine Sorge, nicht zum Puff oder so. Ich lass mich überraschen. Warum sagst du nein? Was denkst du denn? Ja, ich dachte, du willst mich abschleppen oder so. Was? Nein. Ja. Oh nein, Chat, da ist PD. Nein, ich will dich nicht. Also abschleppen in dem Sinne, ja, aber nicht in dem anderen Sinne. Oh, fahren wir zum Pier? Ja, wir fahren zum Pier. Wie schön. Let's go. Ich liebe es hier. Oh, da sind die Bullen. Ich will nicht dahin fahren. Ach, die können mir doch nichts. Warte. Oh, da ist ja was passiert. Bruh. Aber ich hab's geglaubt. Hab ich's geschafft? Nein, das Auto ist nicht mal runtergefallen. Oh mein Gott, wie cringe. Oh mein Gott. Sorry, ich will kein Foto machen. Alles gut. Hat gerade der tote Bauch gebläht. Was? Ich bin tot? Anscheinend. Okay. Was für tot, Digga? Ich hatte einen Autounfall. Soll ich rangehen? Ich geh schon. Alarm, die Notis, was kann ich für Sie tun? Hä? Wo genau? Ich schicke rein hin, dankeschön. Dankeschön. So. Hack gerettet. Oh, so spitze, warte. Digga, was Power-RP'en die mich, Digga? MD10, bitte einmal mit der 12 zum Lika-Store. Da ist ein Autounfall passiert. Warum powern die mich, Digga? Die sagen einfach, ich bin tot. Bruder, man stirbt durch einen Kopfschuss. Kaffee für dich. Ich hatte einen leichten Autounfall, Digga. Ich bin auch bestimmt so ein bisschen. Was sind das für Fetzen, Bruder? Okay. So, und die Rechnung macht bitte. Alter. Scheiß auf euch, ich respawn jetzt. Das können wir definitiv nicht so tun. Respawn. Leck mein Eier. So. Geil. Fliegender Holländer einfach. So. Hallo. Hallo? Ja? Hören wie Sie mich? Wie geht es Ihnen? Wie bitte? Hören Sie mich? Ja, ich höre Sie. Wie geht es Ihnen? Ja. Keine Ahnung, geht, ne? Oh mein Gott, Jonas. Ich bin neuer Officer in dieser Stadt. Ist mir scheißegal, wer du bist. Warum Sie reden so mit mir? Ich will doch gar nicht mit denen reden. Warum quatschen Sie mich an von der Seite? Sag mal,
Also ich möchte jetzt Ihre Ausweis sehen. Nö, bitte. Sie haben keinen Grund dazu. Doch, Sie beleidigen mich hier gerade. War, habe ich Sie beleidigt? Nennen Sie mir jetzt die Beleidigung, die ich genannt habe. Oder ist das hier gerade Verleugnung, weswegen ich Sie anzeigen könnte? Officer. Nein. Nennen Sie mir doch die Beleidigung, die ich genannt habe. Officer. Wollten Sie gerade zu meiner Waffe greifen? Tatsächlich nicht. Ich nehme noch ein bisschen Abstand, damit Sie sich nicht erschrecken vor meinen muskulösen Muskelpaketen. Ich glaube, Sie haben gerade zu meiner Waffe gegriffen. Ich glaube nicht, da täuschen Sie sich, Herr Officer. Junger Mann, Sie ganz ruhig jetzt bleiben, ja? Bevor ja, du hier bleibst jetzt erstmal ruhig. Ich bin ja gerade vom Krankenhaus aufgewacht. Meine Arme sind noch geschwächt und das Erste, was ich hier sehe, ist ein Officer, der mich von der Seite anquatscht. Habe ich keine Lust zu, ich will nicht mit Ihnen reden. Seien Sie bitte ein bisschen ruhig. Ich bin ja ruhig, aber Sie zwingen mich ja zu reden. Ich gebe Ihnen Essen, okay? Brauche ich nicht, danke. Okay. Jetzt könnt ihr mich in Ruhe lassen, ich möchte hier in Ruhe meine Zeit genießen, ohne Sie. Das geht leider nicht. Ja, ist mir egal, dann gehe ich. Okay. Kommt der mir nicht ernsthaft hinterher, Digga. Ey! Ey! Entschuldigung! Entschuldigung! I'm a runner, I'm a Trapstar! Sie wollen mich jetzt ernsthaft mit ihrer Waffe niederstrecken. Nur weil ich schwarz bin. Hä? Ich wach hier auf, ich hab nicht mal was gemacht. Direkt wollen sie mich hier hinter Knast bringen. Direkt. Typisch. Natürlich. Der Tyrone hat wieder alles gemacht. Natürlich. Sie haben Pech, dass ich so ein Sportpaket bin. Guck mal, wie langsam Sie sind. Wie sind denn Sie durch die Prüfung gekommen? Komm, da gehört schon ein bisschen mehr zu, um mich einzuholen. Ach du Scheiße, ich kann nicht so schnell rennen, bitte. Ist mir egal. Jonas. Machen Sie Ihren Job, lassen Sie mich in Frieden. Ich möchte Ihre Personalien aus anderen. Nö, Sie brauchen immer einen Grund dazu, Sie haben keinen Grund dazu. Ich habe Grund dazu, Sie rennen gerade weg. Ach, nö, ich habe die Konversation beendet und jetzt gehe ich dahin, wo ich hin möchte. Nö, ist ja ganz klar. Scheiße, jetzt kommt sein Kollege. Ach, der kriegt mich nicht. Auf keinen Fall, nö, auf keinen Fall, nö, sehe ich nicht ein. Ich hab nichts getan. Sehe ich nicht ein. Lassen Sie mich mal vor hier. Fuck. Ich sehe das nicht ein. Ich hab nichts verbrochen. Sie werden getasert, wenn Sie stehen. Nö, dann würden Sie mich verletzen. Und ich habe nichts getan. Bleiben Sie stehen jetzt. Guck mal, willst du mich verarschen? Ja, stehen bleiben. Ah, Sie Hurenbock, ich habe nichts getan. Ah, ja klar, stehst du immer wieder auf. Ist gut. Warum? Was soll das denn? Ich weiß nicht, wir sind nämlich vom Kollegen weggelaufen. Ich setze sie mal kurz rein. Ja, hier, krass. Ja. Deswegen haben sie den Grund, mich durchleuchten mit den Tasern. Ja, wenn sie mal wieder irgendwie aufstellen, keine Ahnung. Ja, Hulk und stehen sie. Ja, bin ich auch. Sehen Sie mal an, wie trainiert ich bin. Denken Sie, das wirkt bei mir? Digga, das ist einfach nur zu viel Testosteron. Ja. Sah nicht so aus. Schauen Sie sich mal an. Ich hab gerade meine. Erstmal sind Sie hier das Arschloch, ja? Ich habe Ihnen nichts getan. Ich habe Ihnen nur gesagt, dass ich nicht mich mit Ihnen unterhalten will. Und anscheinend hat sie das so sehr gekränkt, dass sie mir hinterherrennt den ganzen Start hinüber. Haben also sie ich bin auch der Meinung, dass sie ein Arschloch sind. Wer jetzt? Nö, er hat mich doch zuerst als Arschloch beleidigt. Ja, wer denn jetzt? Ja, der draußen. Wer sie überhaupt irgendetwas gefragt hat, habe ich der da draußen. Kollege, komm, steig ein. Hä? Steig ein, Kollege. Der Herr, wenn Sie das nochmal machen, schieße ich Sie in den Kopf. Einen Moment, Kollege. Voila sogar. Steig ein. 60.
Oder dann schieß ich in den Kopf, mir reicht's gleich auch. Was denn? Ja, ja, was denn? Übertreib's nicht. Was mache ich denn? Ganz lustig sein. Denken Sie, Sie sind der erste Sonderfall, den wir haben, oder was? Erzählen Sie doch mal, worum es hier geht, Officer, oder können Sie ja auch nur... Seien Sie jetzt leise hier, Sie ist nur ganz ein Abend... Halt mal dein Maul da hinten, mit dir redet gar keiner. Ich rede hier mit dem Officer. Seien Sie bitte ein wenig respektvoll, ja? Den Respekt haben Sie... auf keinen Fall komme ich mit Respekt hin, aber haben Sie gesehen, was Sie verursacht haben? Ich renne Ihnen hinterher, ich sag, Sie sollen anhalten. Aber das ist doch nicht mein Problem. Und dann Sie rennen vor alle anderen weg. Warum, jetzt, warum muss ich denn vor Ihnen stehen bleiben? Ja, weil Sie sehr arrogant zu mir sein. Aber ist arrogant sein jetzt eine Straftat, der Herr? Wenn wir das möchten, dann ist das eine Straftat. Wenn wir das möchten, wenn wir das möchten, alles klar. Um das Ganze jetzt mal auf den Punkt zu bringen, was war denn überhaupt vorfällig? Ja, nö, Sie wissen ja gar nicht mal, worum es geht. Sie kommen ja, einfach, tasern mich und nehmen mich mit und alles klar. Ne? Okay, die Kollegen, einmal bitte kurz Ruhe. Kennen Sie Ihre Rechte oder soll ich Ihnen die sagen? Ich kenne meine Rechte, alles gut. Sag Ihnen die trotzdem. Zum Glück bin ich belehrt. Alles gut, es haben genug Leute gesagt. Aber da Sie ja die Regeln entscheiden und alles so machen, wie Sie möchten, bringt es ja sowieso nichts, wenn ich jetzt dagegen argumentiere. Bei Zivilisten wie Ihnen werden wir das höchstwahrscheinlich tun, ja. Ja. Deswegen halte ich einfach mal Maul. Wer korrekt ist, ja, zu spät. Sind ja auch noch zu dumm, um mich hier rauszuholen, oder was? Wird ja auch mal Zeit. Ey, jetzt bleiben Sie mal ganz ruhig hier. Also mal leise, du Neuling. Ein Stück zur Seite, Kadett. Bitte, Kollegen. Wo haben Sie denn Ihren Ausweis? In Ihrer Tasche hier vielleicht? Ups. Also ich weiß, dass Sie neidisch auf meinem Bizeps sind, aber den müssen Sie jetzt nicht betatschen. So. Aber stinkt ein bisschen hier. Dann sagt er dem Kollegen, der soll sein Maul halten. Dann stinkt es hier nicht mehr so. Ja, ist das, dass du im Auto warst. Ach, da kannst du ja mal direkt sein, ne? Und nicht indirekt sein. Oder hast du keine Eier dazu? Ich hab nur gesagt, dass hier ein bisschen stinkt, oder? Das ist ja ultra nervig, Digga. Ultra nervig. Ich hab nicht mal was gemacht. Ich hab nichts gemacht, Digga. Ich hab nichts gemacht. La 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 la. La 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 la. Ich muss jeden Fall mit einem Bild abgleichen. 60, falls du dich dran erinnerst, könnte passen. Warum komme ich denn jetzt überhaupt hinter Gittern? So, Sie haben immer noch keinen Grund dazu, mich also hinter Gittern Verdacht zu bis jetzt, das kann ich Ihnen gleich zu 100% sagen. Verdacht Doppelmordes. Doppelmordes. Okay, das weil ich schwarz bin oder was? Ja, genau deswegen, auf jeden Fall. Ja, einen anderen Grund gibt's ja nicht. Ja, vor Ihnen steht ja auch nicht ein... Ach, Scheiße. Ja, vielleicht sind Sie auch ein Onkel Tom, wer weiß das schon. Ja, ja. Also, so. Doppelmord? Ja, warten Sie, ich gleich das gleich mit meinem, Bild ab. Warten Sie doch. Ja, alles gut, ich warte doch, aber Doppelmord? Ja, ich mach schon Kollegen. Gleichzeitig. Oder du. So. Wann soll denn dieser Doppelmord passiert sein? Wollen Sie mir mal eben Ihren Perso geben oder sollen wir uns den holen? Den hat doch Ihr Kollege schon genommen. Ja, ich hab schon. Hast du. Ja, okay, dann alles gut. Ich hab den einfach nichts gesagt. Wie war denn der Name? Irgendwas mit Tyrone. Tyrone LDS. Tyrone LDS. Richtig. Ah, ich weiß, Sie sind ja anscheinend solche heiß begehrten Fans von mir, dass sie es mögen, mich hier hinter Gittern zu stecken und mir die Zeit zu vertreiben. Das gefällt mir auch jetzt wieder. Ja, Sie haben recht. Ich glaube, ihm geht nicht so gut. Alles gut. Wie kann ich? Wollt ihr ein Autogramm noch haben? Mache ich heute mal for free, ausnahmsweise. Vielleicht will Ihr Sohn ja auch einen. Ja, gerne, bitte. Gut, dann machen wir das mal so. Ach, Digga. Wie kann man denn so ein unterbelichtetes Stück Scheiße sein, Digga? Was soll das? Ja, das frage ich mich bei dir auch. Denkst du, ich lass mich hier von dir wegpowern und meine Zeit verschwenden? Du Vollidiot. Vollidiot, Alter. Tasern dir mal bitte. Ja, oder so. Jetzt brauchen wir deine Mutter. Was ein Alter. Das Ding ist, die denken, ich gönn denen diese, dass die mich da jetzt weg. Die denken, ich gönn denen das. Aber ich gönn denen das nicht. Dann gehe ich einfach raus aus dem Server. Ist doch klar wie Kloßbrühe. Bitte geh Support. Ach was. Nee, lohnt sich doch gar nicht, Digga.